Hallo ihr Lieben, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper. In dem Moment, wo die Seele den Körper verlässt, passiert ein Prozess des Loslassens. Die unsichtbare Silberschnur, die Körper und Seele verbindet, zusammenhält, wird dann durchtrennt, damit die Seele aufsteigen kann. In dem Moment der Durchtrennung ist der Körper tot. Ich persönlich erkläre es meinen Kunden immer so. Betrachte den Körper wie einen Mantel, den die Seele ablegt. Er ist ein zerfledderter Mantel, der seinen Dienst und seine Aufgaben erfüllt hat. In diesem Prozess ist unser Schutzengel anwesend und die geistige Welt unterstützt und begleitet die Seele auf der Heimreise ins Licht. Viele Menschen meinen, dass sie keine Angst vor dem Tod haben, allerdings aber Angst vor dem Sterben. Immer wieder stellen sie sich die Frage: Wie läuft das Sterben ab, wenn ich von der Welt gehe? Etwas detaillierter möchte ich den Prozess erklären. Die Seele befindet sich im Frieden neben deinem vergehenden Körper und schwebt leicht über dem Körper und im Raum. Dein Schutzengel begleitet sie lichtvoll in einer hellen Dimension, Schritt für Schritt. Vor diesem Übergang sammelt sich die Seele mit allen Teilen, bevor sie endlich den Körper ganz verlassen und sich dann in die geistige Ebene bewegen kann. Somit vergeht der Körper in seiner Materie, währenddessen die Seele ihn allmählich verlässt. Daran kann man erkennen, es ist die Seele, die den Körper belebt. Danach öffnet dein Engel seine Arme und seine Lichtflügel des Schutzes, um die Seele ins Jenseits einzuladen. Es geht jetzt darum, dass die Seele diesem Licht vertraut und den Schritt zum Schutzengel wagt, um das irdische Leben letztendlich loszulassen. Diese Phase benötigt etwas Zeit. Für das seelische Vorwärtskommen im Sterben arbeiten viele Engel an der scheidenden Seele. Der ganze Raum ist erfüllt im Tun der Engel und ihr Licht leuchtet einen Weg in eine neue geistige Geburt. Nun kommt die Zeit des Loslassens. Denn die Seele hält noch am Körper fest. Allerdings treten immer mehr Seelenanteile aus dem Körper heraus und sammeln sich außerhalb. Nach ungefähr 2 Tagen kommen weitere lichtvolle Engel dazu, um noch vorhandene emotionale Energiefäden zu trennen. So findet die Seele den Weg zu ihrem Zuhause. Zu Gott. Danach ist die Seele im Jenseits vollständig angekommen. Wenn ihr, meine Lieben, darüber nachdenkt, erkennt ihr, dass man keine Angst haben braucht, denn die Seele bist du und du lebst weiter, nur in einer anderen Sphäre. Bis du erneut geboren wirst und einen neuen Körper, einen neuen Mantel bekommst. In Liebe, Deria.